Ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht. Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mich da an eine Sache erinnert. Kaktusgrün kann man doch aus den normalen Kakteen bekommen. Und zwar, wenn man diese Kakteen in den Ofen schmeißt, dann bekommt man Kaktusgrün. Das war schon in frühen Minecraft-Versionen der Fall. Das ist mir völlig entfallen. Bei diesen ganzen Crafting-Rezepten, die wir in Life in the Woods haben, vergisst man teilweise echt die Grundlagen. Also es ist total witzig, weil man das so ewig nicht macht und sich mit so vielen neuen Dingen beschäftigt, vergisst man das völlig. Und Rot bekommen wir ganz einfach durch Knochenmehl, das wir zusammen mit einer entsprechenden roten Pflanze benutzen. So, wir haben also Knochenmehl, haben wir satt und reichlich übrigens bei der Gelegenheit. Wir haben hier Knochen. Knochen, Knochen, Knochen und Knochenmehl, was ich jetzt aber gar nicht benutzen möchte im Moment. Ich würde gerne mal was ausprobieren, denn wir haben ja auch Ammoniten oder sowas. Ich habe noch einen netten Kommentar letztens bekommen. Wir gehen jetzt mal hinten raus. Hinten raus zum Blumenhaus. Der Weg ist nämlich kürzer, als wenn wir immer vorne durchgehen. Tür war auch noch auf. Sehr nett. So, hier hinten haben wir nämlich diese Korallen. Ich weiß nicht, ob das damit auch funktioniert. Ich glaube, damit kann man erstmal so nichts machen. Was ist das denn? Was kann man denn daraus machen? Peitschengorgonienscherbe. Das kann man aus bunte Peitschengorgonie. Korallen. Sieht alles so gleich aus irgendwie. Daraus kann man nichts machen. Aus irgendwas kann man doch Knochenmehl machen. Was war denn das? Leuchtende Koralle, orange Koralle. Was kann man daraus machen? Auch nichts. Biomes of Plenty. Auch daraus vermutlich nichts. Nö, auch daraus kann man nichts machen. Was haben wir hier denn noch? So, blaue Koralle. War das nicht Ammoniten, aus denen man was machen konnte? Wo sind die denn jetzt geblieben? Ammoniten, Ammoniten, Ammoniten. Die müssen doch auch irgendwo sein. Da sind die ganzen Pilze. Wo sind die Ammoniten geblieben? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aus Ammoniten kann man Knochenmehl herstellen. Wurde mir jedenfalls gesagt. Und ich würde es jetzt gerne ausprobieren. Ich weiß bloß gerade nicht, wo sie sind. Ich weiß es gerade nicht. Schade eigentlich. Müssen wir die jetzt suchen? Nein, müssen wir nicht, oder? Ich glaube, wir müssen die jetzt nicht suchen. Keulenlidie. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe sie irgendwo hingepackt. Ich weiß es. Begonie, Begonie, Maiglöckchen. Hier nochmal eben gucken. Was haben wir da denn? Wüstengarten, blaue Orchidee, Nixenkraut, Tiefseegorgonie, was ist damit? Koralle. Da kann man auch diese Gorgonienscherben wieder draus machen. Fackellinie. Also ich habe ja dann einfach immer diesen Ehrgeiz. Ich möchte die jetzt gerne finden. Ich möchte jetzt ungern hier rausgehen. Ohne dass ich die finde. Aber ich weiß jetzt nicht, wo diese Ammoniten geblieben sind. Oder ich bin jetzt so blind, dass ich sie einfach nicht sehe. Das ist natürlich durchaus auch möglich, dass mir das mal passiert. Aber ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so wichtig. Wenn einer die gesehen hat, hier, ich gehe nochmal eben in die Runde. Wo könnten sie sein? Wo könnten die sein? Wo sind Ammoniten? Wer hat sie gesehen? Wer hat sie gesehen? Ich sehe sie nicht, aber mit deiner Hilfe finde ich sie ja vielleicht. Ich werde sie irgendwann auch sonst nochmal in aller Ruhe suchen. Ist jetzt nicht so schlimm. So, Tür zu hier. Übrigens sind hier lange keine Monster mehr rund um das Haus aufgetaucht. Auch irgendwie sehr beruhigend, finde ich das. Dass wir doch alles recht gut ausgeleuchtet haben. So, zurück zu dem Knochenmehl. In den Keller. Schwuppdiwupp. Einmal runtergeguckt. Um die Ecke, wenn wir es schaffen. So. Knochenmehl. Reichlich, satt und reichlich. So 64 mal Knochenmehl. Damit können wir so viel roten Farbstoff herstellen. Und diese ganze Deko-Bench erstmal ordentlich mit Farbstoff zu ballern. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja. Genau. Oh, welch viel Farbstoff. Reicht das jetzt? Wir wollen es ja nicht übertreiben. So, haben wir alles eingesackt. Alles eingesackt.
Müsste reichen. Wie viel haben wir? 41. Ja komm, das reicht jetzt erstmal. Wir wollen jetzt hier nicht den Bogen hier völlig überspannen. Wer weiß, wofür das Knochenmehl noch alles brauchen werden. So, kurz ein Steak reingepfiffen. Völlig anspruchsloses Essen, habe ich letztes Mal schon erwähnt. Gut. Dann nochmal eben zu den Kakteen geguckt. Wir wissen ja jetzt, sind das eigentlich diese ganz normalen? Das sind doch nicht die normalen Kakteen, die man sonst auch hat, oder? Haben wir nicht noch diese ganz stinknormalen Minecraft-Vanilla-Kakteen irgendwo rumstehen? Die müssten doch auch irgendwo sein. Und wahrscheinlich, wenn sie denn irgendwo sind, übersehe ich sie. Oder das sind die, dass sie einfach anders aussehen in Life in the Woods. Mit diesem Modpack. Ich kann es nicht sagen. Also ich finde hier jetzt keine anderen Arten von Kakteen hier. Hier hinten sowieso nicht, das sind die neueren Sachen. Da würde ich mich erinnern, wenn wir da was einsortiert hätten. Es ist aber nicht der Fall. Macht nichts. Ich nehme nochmal ein paar Kakteen hier raus, wenn noch welche da sind. Ach, Kaktus, 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 komm. Zehn Stück. Nehmen wir mit. Und gucken mal gerade, wie weit die Angelegenheit da hinten gediehen ist. Können wir mal ein bisschen quer durch die Felder laufen. Auch diese ganz alten Felder hier, ne? Mit Wassergräben zwischendrin. Boah, wie lange das her ist, dass wir die angelegt haben. So, also es wäre jetzt nice, wenn du wachsen würdest, ja? Dafür ist der Sand da. Wachs jetzt gefälligst. Au! Ja, ich weiß. So, von den anderen Charakteren brauchen wir nicht so viel, denke ich mal. Wir haben ja also auch keinen Wachstumsstatus. Obwohl die Dinger wachsen. Also wir probieren es einfach weiter aus. Gucken wir mal. Und lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich bin gespannt, wie lange die brauchen. Oh, Mann, ey, das tut aber auch weh. Bin gespannt, wie lange die wachsen. Und vor den Kakteen, die wir jetzt noch haben, die schmeißen wir erstmal in den Ofen rein. Dass wir jetzt erstmal roten Farbstoff jede Menge herstellen können und grünen Farbstoff. Und dann hauen wir die Deko-Bench richtig voll. Richtig voll. Und dann geht das nämlich weiter mit DecoCraft. Dann gucken wir, was wir noch alles so herstellen können, ohne ständig auf unsere Rohstoffvorräte gucken zu müssen. Blumenhaus. Blumenhaus, Blumenhaus. Da wir jetzt sowieso die Kakteen auf den Feldern stehen haben, können wir auch alles rausnehmen. Ach, das ist gar nicht abgeschlossen. Bitte wieder abschließen. Nein. Ja, so. Zack, jetzt können wir noch wieder rausnehmen. Sind jetzt alle raus? Ja. Also alle Kakteen, genau 20 Stück, aus denen wir jetzt schön. Nerviger Baum. Aus denen wir jetzt schön hier erstmal einen Kaktusgrün herstellen können. Ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich stimmt. Wieso haben wir da keine Kohle drin? So, der Ofen ist an. Und obwohl dieser Kaktus etwas anders aussieht als der normale Vanillakaktus, entsteht Kaktusgrün. Sehr schön. Aus lauter Freude packe ich hier noch ein bisschen Holz rein. Wieso eigentlich Holz? Moment mal, wieso eigentlich Holz? Wir haben so viel Kohle. Wir haben Kohle satt und reichlich hier gesammelt. Guck dir das an. Kohle 15 mal 64. Und ich nutze hier Holz zum Verbrennen oder was? Das geht ja gar nicht. Raus, Kohle rein. Ist hier noch mehr? Also erstmal knallen wir jetzt hier die Dinger voll. Was ist denn das hier? Gibt's ja gar nicht. So, voll. 25. Warum? Warum? Haben wir gerade ein Ei gesammelt? Achso, normales Hühnerei. Okay. So, muss hier jetzt noch irgendwas rein? Das muss hier wieder rein. Dann haben wir Nahrungsmittel, bla bla bla, etc. Jetzt kriegen wir natürlich auch die ersten Sachen raus, die wir nicht brauchen. Holzblöcke. Ich überlege jetzt gerade, es wird uns in DecoCraft durchaus häufiger passieren, dass wir Dinge herstellen, die wir nicht brauchen. Wie war das nochmal mit diesen Werkbänken? Wir haben ja doch irgendwie so eine Werkbank, Eichenholz, Möbeleinrahmer. Wie heißen denn diese?
Wie heißen denn diese Gerätschaften? Hier muss ich mal eben gerade gucken. Auto Crafting Table, Easy Crafting Table. Was haben wir hinten noch stehen? Ach so, da haben wir diesen Blumenry Furnace stehen. Einrahmer. Ich gucke jetzt mal gerade. Wie heißen denn diese Dinger? Oder waren das diese Upgrade-Dinger? Upgrade. Ich sag dir gleich, was ich meine. Upgrade. Geschwindigkeitsupgrade. Automatisch zu bestücken. Komplette Stapel zu verarbeiten. Material original. Verwandeltes Material wieder in Original. Umkehr-Upgrade. Kreativautomaten-Upgrade. Uneingeschränkte Itementnahme. Das dürfte nicht funktionieren, denke ich mal. Also das dürfte kreativ, das ist alles kreativ. Wir spielen ja nicht kreativ. Zerstört überschüssige Items. Das habe ich gesucht. Das habe ich gesucht. Zerstört überschüssige Items. Aber das können wir nicht nutzen, weil das funktioniert wahrscheinlich so, dass wenn man das Ding zu voll macht, dass sich dann die Sachen einfach automatisch zerstören. Das wollen wir aber ja nicht. Unser Sinn ist ja, dass wir Sachen, die überflüssig, die generell überflüssig sind, dass die zerstört werden und nicht einfach überschüssige Items, dass nicht überschüssige Items zerstört werden. Oder verstehe ich das falsch? Wo stellt man den denn eigentlich her? Wir können es einfach mal ausprobieren. So, zweimal Obsidian. Oh, das ist ja leicht. Stöcker und zweimal Obsidian. Wir stellen es einfach mal her. Einfach mal herstellen. Zweimal Obsidian. Ist das Obsidian? Ja. Zweimal Obsidian und Stöcker, keine Ahnung. Dö, 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 dö. Was war das noch? Stöcker, Obsidian, das war's schon. Der Rest ist Stöcker. Dann haben wir das Upgrade-Ding. Ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Habe ich noch nie hergestellt, das Ding. So, einmal da. Und schon haben wir zerstört überschüssige Items. Jetzt müssen wir mal irgendwie so ein Schrottfach uns aussuchen. Ich würde gerne. Haben wir nicht irgendwie. Haben wir hier nicht eins drin? Nee, da nicht. Wenn dann in dieser Schrottruhe. Schrottfächer sind immer in Schrottruhen. Birkenverkleidung. Ich will eigentlich so ein Einerfach haben. Ich will so ein Einerfach haben. Ach, was soll's. Komm, wir haben hier Fächer genug. Lass uns mal den Überlauf verwenden. Hier, an der Seite haben wir doch irgendwelche. Da! Das ist doch eine geile Stelle. So, das ist unser Kaputt-Zerstörfach. Wenn ich da jetzt das reinpacke. Warte mal, die Würfel. Also das funktioniert nicht. Also es funktioniert so, wie ich gedacht habe. Es funktioniert. Das kann ich. Ich kann. Das ist ein Upgrade, was wir theoretisch auf jedem der Fächer anwenden können. Und wenn die Fächer voll sind, dann werden sie einfach nicht übervoll. Das ist sowieso ein ganz sinnvolles Ding, glaube ich. Aber das können wir nur bei bestimmten Fächern im ersten Step anwenden. Könnten wir nur bei bestimmten Fächern im ersten Step anwenden, weil wir natürlich, wenn wir das jetzt blind bei allen Fächern anwenden würden, keine Kontrolle mehr darüber hätten, ob irgendwo kostbare Items verloren gehen. Deswegen ist das nicht so toll. Ich habe jetzt gedacht, das arbeitet vielleicht anders, dass man irgendwo so ein Fach hinstellt, zack, das ist da und alles, was man da reintut, ist dann weg. Ist aber nicht der Fall. Also es funktioniert anders. Dann, weiß ich nicht, müssen wir irgendwie so eine Müllverbrennungsanlage uns. Ach Quatsch, Moment, ich will das Upgrade da rausholen. Upgrade da rausholen. Kriegen das jetzt wieder da raus? Raus da. Ja, das. Ein weiteres Item für die Schrottruhe. Sehr schön. Void Upgrade. Holzblöcker. Das nervt mich auch, dass es das Holzblöcker heißt, ne? Ja. Keine Ahnung. Müllverbrennungsanlage kommt irgendwann später. Jetzt auf jeden Fall nicht. Wir sind immer noch bei den Kakteen. Inzwischen haben wir Kaktusgrün erhalten, was wir auch sofort in die Bench geben können. Also wir haben jetzt Farbstoff.
Lapis Lazuli. Blau. 118. Boah, passt da viel rein, alter Schwede. 160, 2000. 178, 2000. 16. Rosenstrauch. Moment. Roter Farbstoff. Oh, geil. Da können wir richtig loslegen jetzt hier mit rotem Farbstoff. Ist so ein bisschen wie Tintenpatronen, ne? Ein bisschen wie Tintenpatronen auswechseln beim Drucker. Ja, oh, cool. 528 von 2000. Na komm, mach mal alles rein, was soll's. So, wir haben so viel Farbe. Uns steht natürlich jetzt auch alles wieder zur Verfügung. Und das vermutlich auch für etwas längere Zeit. Allerdings müssen wir auch noch Lehm herstellen. Lehm, Lehm, Lehm. Und das bedeutet, wir müssen noch mehr Farbstoff haben. Ich würde sagen, Farbstoff nicht, sondern einfach Lehm haben, damit wir das hier auch noch ein bisschen voller machen. Ich denke, wir verbraten jetzt noch ein bisschen Knochenmehl und hauen da einfach noch ein wenig Lehm rein. Wie viel Knochenmehl haben wir denn? Wir müssen ja auch ein bisschen was davon verbraten. Knochen, Knochenmehl. Nehmen wir einfach noch ein bisschen was raus. Wie viel haben wir? 33. Nochmal einen ganzen Stack nehmen wir nochmal raus. Komm. Einen ganzen Stack. Wir haben jetzt lange, lange hier mit Knochenmehl gehaushaltet, also gespart, dass wir jetzt auch mal ein bisschen was davon verwenden können. Gehen wir jetzt im Dunkeln nach draußen? Nein, machen wir nicht. Wir gehen nochmal eben rein in die Butze. Und dann wird es auch langsam Zeit, dass wir noch so ein paar Sachen herstellen mit der Deko-Bench. Dass wir ein bisschen mit unserer Hauseinrichtung hier weiterkommen. Und dann würde ich gerne auch so langsam... Quatsch, hol ich denn hin? Dann würde ich gerne auch so langsam einrichtungstechnisch mit so einem Labor beginnen. So ein kleines Labor wollten wir in unserem Haus auch einrichten. Das heißt, auch wenn Deko jetzt mega cool ist irgendwie... Was machst du denn hier? Ach, bleib mal hier sitzen. Auch wenn Deko jetzt mega cool ist, ohne Zweifel. Ist echt eine coole Nummer. Was mir jetzt gerade nochmal eben einfällt, funktioniert das eigentlich auch bei... Hier kommen wir natürlich nicht raus. Och blöd, hier müssen wir vielleicht auch noch so ein Gate einsetzen, dass wir da auch nochmal rauskommen. Ich würde gerne nochmal eben kurz testen, ob das auch bei den Kakteen funktioniert. Dieses Knochenmehl. Ich glaube, wir haben noch nie Knochenmehl an Kakteen angewendet. Boah, das stockt hier alles wie Hulle. Das wäre noch ganz nice, das mal eben aus... Warum wachsen die eigentlich nicht? Okay, Knochenmehl kann man auch nicht an Kakteen anwenden. Wieso wachsen die nicht? Nicht das richtige Klima hier, oder was? Na ja, gut, ich meine, wir sind hier... im gemäßigten bis subtropischen Klima. Also es ist jetzt kein Wüstenklima hier, ne? Das kann natürlich auch der Grund sein, warum die jetzt nicht wachsen wollen. Vielleicht müssen wir uns doch nochmal irgendwie so eine kleine Privatwüste irgendwo halten. Ein bisschen weiter weg von hier, wo wir dann Kakteen anpflanzen. Auf jeden Fall ist das noch nicht genug. Aber durch das Knochenmehl letztendlich kommen wir erstmal an genug roten Farbstoff ran. Wir nutzen jetzt auch diesen ganzen Stack Knochenmehl einfach mal aus. Und bekommen auch genau 64 Rosensträucher da raus. Was wieder letztendlich... Mal badet das Huhn da drin oder was? Das Huhn badet da drin. Okay. So. Nichts mehr zu essen? Nichts mehr zu essen. Wie viel? 5x16 haben wir noch. Essen wir ein paar von diesen gebratenen Steaks. Haben wir auch lange gesammelt. Wir müssen auch ein bisschen von unseren Vorräten zehren, ne? Ist halt auch mal wichtig. So, dann hau dir das Zeug rein. Fertig. Tür zu. Farbstoff. Oh ja, gib's mir. Gib mir Farbstoff. Und Sand. Sand. Und Crafting-Truhe. Gib mir Crafting-Truhe, Sand und Farbstoff. Er gibt... roter Crafting-Lehm. Ui, jede Menge. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich glaube, den restlichen Farbstoff packen wir erstmal so ein bisschen... erstmal...
Warum sortiert sich das jetzt nicht ein? Ich glaube, wir hatten das letztens. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass da wieder irgendwas verstopft war, ne? Ist ja klar, ne? Also ist ja, man muss ja regelmäßig hier die Dinge aufmachen. Geht immer noch nicht weiter. Muss noch eine Einheit weiter sein. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Jetzt geht's weiter durch. War das jetzt das Eisen? War das Eisen jetzt schuld, dass das nicht funktioniert hat? Wir sind voll. Warte mal, ich muss mal eben so ein bisschen was hier. So, erstmal weg hier, den Krempel, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Sortieren wir irgendwann mal ein. So. Lehm, Erde, Steine. Achso, die Steine, die brauchen wir natürlich wieder, um das zuzumachen. Jetzt läuft alles wieder durch. Und das geht auch in den Überlauf, ne? Ja. Da gibt es noch keinen Platz für. Im Moment brauchen wir dafür auch noch keinen Platz. So, also diesen roten Lehm. Jetzt haben wir hier 34 drin. Jetzt haben wir 162 drin. Und das ist völlig. Es muss egal sein, ob das roter Lehm ist oder blauer Lehm oder grüner Lehm. Obwohl das Rot füllt sich hier gerade auf. 160, 178. Ja, also es hat doch irgendwas hier mit der Farbgebung zu tun. Wenn man Lehm reinhaut hier oben, dann teilt sich das auf, dass der Lehmbestand höher wird und auch der Farbbestand höher wird. Und wenn man nur Farben reinhaut, dann kann man dieses ganze System halt beeinflussen, ohne auf den Lehm einzuwirken. So, 546, also es ist unglaublich, was hier reinpasst. Im Grunde genommen müssen wir jetzt so viel Lehm haben, dass wir alles herstellen können, was wir wollen. Und das wird natürlich jetzt eine spannende Sache, wenn wir uns mit den größeren Einrichtungsgegenständen für dieses Haus beschäftigen. Ich denke, da ist jetzt eine ganze Menge drin. Denn das wollen wir ja auch. Wir wollen ja uns nicht, wir haben jetzt in den letzten, oder haben jetzt in den ersten Versuchen, haben wir uns eher mit Kleinigkeiten beschäftigt, die nicht so viele Ressourcen verbraucht haben. Aber die eigentliche Herausforderung bei DecoCraft, bei der DecoBench, sind ja die großen Dinge, die dann auch wirklich das Haus verschönern, einrichtungstechnisch. Wie das von den Texturen aussieht, müssen wir uns natürlich angucken. Also ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, ob das alles immer zu unseren anderen Texturen passt, aber wir werden es sehen, ob es gut aussieht oder nicht. Ich bin gespannt. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.